Training beim ESV Boxen. Die Männer und Frauen, die sich hier aufwärmen, gehören zur Inklusionssportgruppe des Vereins. Diese existiert bereits seit 5 Jahren und ist ein Kooperationsprojekt des Eisenbahner Sportvereins und der Lebenshilfe Frankfurt-Oder. Uwe Köppen, sportlicher Leiter des ESV und tätig bei der Lebenshilfe Frankfurt-Oder, engagiert sich seit Jahren für den Ausbau von inklusiven Sportangeboten in der Stadt. Ja, weil wir als ESV Boxen haben Möglichkeiten gesucht, wie wir auch Menschen mit Beeinträchtigung Sport ermöglichen können. Und da war die Idee, dass wir bei der Lebenshilfe nachgefragt haben, damals vor 5 Jahren oder 6 Jahren, ob nicht Möglichkeit besteht, ob Interessenten da sind, die gerne so ein bisschen boxen würden. Und ja, dann sind die auch gerne gekommen, haben dann hier angefangen und seitdem sind die dabei. Anders als in anderen Regionen und Städten des Landes sind Sportgruppen und Sportangebote für Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen in der Stadt kaum vorhanden. Daran konnte auch das Projekt MIA, mehr Inklusion für alle, im Jahr 2019 nichts ändern. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es fehlt an vielem. Übungsleiter haben Berührungsängste, Sportstätten in Frankfurt-Oder sind nicht ausreichend für den flächendeckenden Behindertensport ausgebaut. Aber auch in Betreuungseinrichtungen fehlt es an Informationen bzw. mangelt es an Personal, um Menschen mit Beeinträchtigungen regelmäßig in Sportgruppen zu bringen. Ja, es ist schwierig, weil Frankfurt-Oder ist da wirklich in der Beziehung ganz wenig bisher passiert. Wir haben dann gemerkt, wie in dem MIA-Projekt, wie andere Regionen dort schon aufblühten, Menschen mit Beeinträchtigungen ganz selbstverständlich Sport treiben können, Zugang zu den Sportflächen haben, zu den Trainingsstätten haben, das ist bei uns eigentlich noch nicht gegeben. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch gemeinsam mit anderen Trägern wie Aufwind, die auch mit dann teilnehmen am Training, die Möglichkeit finden, dass wir gemeinsam da Wege finden, um Menschen mit Beeinträchtigungen Sport machen zu lassen. Auch der Stadtsportbund beschäftigt sich mit dem Thema, um den Breitensport für alle Menschen zugänglich. Frederik Mark Jürgensen, Geschäftsführer des SSB, weiß um die Herausforderungen und wo mögliche Ansatzpunkte existieren, um das Angebot zu vergrößern. Wir brauchen vor allem Vereine, die das anbieten, die Interesse daran haben, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die sich öffnen können und behinderte Menschen einfach mal einladen, Sport zu machen. Und ich bin überzeugt, das gibt es. Bis jetzt haben die sich vielleicht noch nicht ganz getraut. Und deswegen arbeiten wir zusammen mit der Lebenshilfe zum Beispiel, hier eine Art runden Tisch ins Leben zu rufen, wo uns dieses Live-Projekt natürlich auch sehr gelegen kommt. Und dann alle Vereine mal einzuladen, die Interesse haben. Ja, es kann auch sein, dass die Ausbildung bei den Trainern fehlt. Da muss man gucken, dass man dort vielleicht guckt, dass man die nächsten Trainerschritte, die nächsten Trainerausbildungen begleitet. Im Großen und Ganzen bin ich sehr positiv eingestellt. Weil ich glaube, eben weil wir auch eine Sportstadt sind und jeder weiß, wie wichtig Bewegung und Sport für die Menschen ist, die auch Lust haben, die Menschen in Bewegung zu bringen. Der Sportverein Aktiv Fit der Lebenshilfe ist diesen Schritt bereits gegangen und bietet seit nunmehr 2 Jahren Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen verschiedenste Sportangebote an. Diese reichen vom Mutter-Kind-Sport bis hin zum Fußball, aber auch dem Training beim ESV Boxen. Bereits über 100 Mitglieder zählt der Verein und zeigt damit, dass ein Bedarf durchaus vorhanden ist. Doch die Corona-Pandemie bremste das Projekt aus. Ja, durch Corona bedingt war das natürlich ein Problem. Wir haben in den Anfängen Sachen organisiert, auch mit dem ESV als Kooperationspartner zusammen, mit anderen Vereinen als Partner zusammen, die Sportstätten versucht zu nutzen. Aber dann waren wir natürlich ausgebremst, dadurch, dass wir nicht mehr in Hallen rein konnten, konnten wir uns nur noch auf Outdoor-Sport beschränken. Aber so prinzipiell ist es eben noch ganz in den Kinderschuhen. Also viele Vereine haben damit noch nicht so viel zu tun mit Inklusion. Und deswegen versuchen wir natürlich jetzt verstärkt, wenn es jetzt wieder möglich ist, dass wir die Vereine ansprechen, ja, und fragen, ob es möglich ist, dass hier auch Menschen mit Beeinträchtigung trainieren können. Es bleibt einiges zu tun in der Sportstadt Frankfurt-Oder. Ein wegweisender Schritt ist die Teilnahme am Projekt Live von Special Olympics Deutschland. Dieses vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Projekt hat zum Ziel, neue und nachhaltige Strukturen im Bereich des inklusiven Sports voranzubringen, um Menschen mit Beeinträchtigungen eine aktive Teilhabe am Sport zu ermöglichen. Ein wichtiger Punkt sind hierbei die Sportstätten in der Stadt. Als Kommune mit Haushaltssicherungskonzept ein nicht ganz leichtes Unterfangen. Und ich hoffe, dass wir durch dieses Live-Projekt und auch dadurch, dass wir gerne jetzt mit Vereinen zusammenarbeiten wollen, um den inklusiven Sport zu öffnen für alle, einiges erreichen können. Ich glaube, da müssen wir uns gesammelt aufstellen einfach.
Die Politik, ich bin davon überzeugt, dass die gerne in die Richtung arbeiten wollen, aber natürlich durch alles drumherum nicht so arbeiten können, wie sie wollen. Mit den einzelnen Vertretern der Stadtverwaltung, mit denen ich in Kontakt stehe, die sind da völlig offen. Ich glaube, wir müssen hier wirklich ein bisschen abwarten, schauen, wo kriegen wir Fördermittel her, um die Hallen auch wirklich besser zu machen. Und Stück für Stück läuft es ja auch. Stück für Stück kann die Stadt ja auch Geld bereitstellen. So haben wir dieses Jahr auch ein paar Hallen, die wenigstens renoviert werden. Sporthallen werden saniert. Das Projekt LIFE ermöglicht die Einbeziehung von Menschen mit geistigen Behinderungen, aktiv an der Neugestaltung des inklusiven Sports mitzuwirken, und erste Sportvereine zeigen sich offen für neue Angebote. Frankfurt hat neue Wege geöffnet. Ob sie gegangen werden, bleibt abzuwarten. Ja, wir haben ja jetzt Anfänge gemacht. Also das LIFE-Projekt ist ja jetzt erstmal kürzlich in Kraft getreten, dass wir da teilnehmen können. Und ich hoffe, dass wir eben durch diese runden Tische oder durch diese Vernetzung, ja, dass wir da jetzt dann wirklich Voraussetzungen schaffen, um dann das alles zu verbessern in Frankfurt-Oder. Und ich denke mal, da wir eine Sportstadt sind, wird das auch uns gelingen. Und dass wir dann letztendlich auch das Ziel der Special Olympics 2023, dass wir da auch mit geschlossene Leute hinfahren, die sich das angucken. Ich denke mal, Teilnehmer sportlicherseits werden wir noch nicht haben, aber zumindest Fans. Und dass wir dann nachhaltig Frankfurt-Oder etablieren, Sport mit Menschen mit Beeinträchtigung eine wichtige Rolle spielen soll. Ne? Das ist so das Ziel. Und ich denke mal, dass wir das gemeinsam mit den Sportvereinen dann auch erreichen werden.